Heute ist es keine Frage mehr, ob Kunstwerke, ja Sammlungen, reisen sollen, dürfen oder müssen. So werden denn auch ganze Museen zum Ruhme von Sammlern, Unternehmern, ja Nationen ins Flugzeug gepackt. Und ganz nebenbei fördert der Kulturtransfer auch noch das gegenseitige Verstehen und erweitert die Erkenntnisse. Wie die Bilder aus dem Whitney Museum of America, of American Art in New York, die jetzt im Museum für moderne Kunst in Frankfurt ausgestellt sind. Und das war's im Heute-Journal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, wo immer Sie uns zugeschaut haben. Wo man hinschaut in Boomtown, Manhattan, Kunst im Alltag. Der Hammering Man längst ist ja zum Wahrzeichen der Stadt avanciert. Überdimensioniert die kopfstehende Krawatte. Sie findet sich wieder im Museum als Miniatur aus Amerika. Exponate im transatlantischen Austausch. Über 200 Werke sind nach Frankfurt gereist für das Kunsthappening der feinen Art, um Europa den Blickwinkel amerikanischer Kunst nahezubringen. Und dann haben wir natürlich auch hier, wie in diesem Raum, in dieser Eingangshalle zu sehen ist, die Bilder von Alex Katz, der kaum in Deutschland bekannt ist. Und da sieht man auch den Unterschied zu Porträtmalerei, würde ich mal sagen, europäischer Prägung. Sie stehen für den American Way of Life, ziehen durch ihren Blick an und geleiten in das Museum auf Zeit. Drei europäische Museen waren eingeladen, sich in New York vorzustellen, jetzt der Gegenbesuch. Im Whitney Museum durften sie sich bedienen, Ehre, wem Ehre gebührt. Der Umstand, dass das Whitney Museum of American Art, die Tate Gallery in London, das Stedelijk Museum Amsterdam einlädt und dann als Baby gewissermaßen uns, das erfüllt uns schon mit Stolz und Genugtuung. Im direkten Dialog, bisher nie nebeneinander gestellt, die Rauminstallation gewidmet den Arbeiterführern Sacco und Vanzetti. Konfrontiert mit dem Bild der beiden unschuldig Hingerichteten, Symbol für den Aufbruch ins Maschinenzeitalter, alltägliche Realität. Daneben, Alltägliches erhält eine ganz eigenartige Dimension oder Dimensionen werden erweitert. Der Raum von Beuys assoziiert einen riesigen Zeitraum. Und der Text von Lawrence Wiener, Steine irgendwann in der Zukunft gefunden und gebrochen, ist auch eine Projektion in einen Raum und in eine Tiefe. Installiert in einer Architektur, die brillant durchgestylt ist und originell. In einer Immobilie der Postmoderne.